Hi, ich bin Hannes. Dahinter ist der David. Ich zeige ihn mal ganz kurz. Hast du auch gewunken? Nee. Heute mache ich mit euch ein Himbeersorbet. Ich zeige euch ganz schnell die Zutaten. Gefrorene Himbeeren, Zitrone, Eiswaffel natürlich, gibt es fix und fertig zu kaufen, Zucker, Wasser und hier vorne das Gestrüpp ist ein bisschen Minze. Was ihr braucht, ist ein super Mixer. Ihr braucht dazu am besten so eine Zuckerlösung. Zucker. Und dann könnt ihr ungefähr so zwei Teile Wasser, ein Teil Zucker. Und dann kann das aufkochen. Und dann stellt ihr das einfach in den Kühlschrank. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. Es ist wirklich Zuckerwasser. Es ist fürchterlich süß. TK-Himbeeren hier rein. Bisschen von dieser Zuckerlösung drauf. Man nennt das auch Läuserzucker. Warum nennt man das so? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir jetzt... Vielleicht, ja, ab und zu auch mal vielleicht ein bisschen mit einem Löffel drin rumrühren. Also man braucht ein bisschen Geduld, aber auch nur ein bisschen. Oder einen besseren Mixer. Oder einen besseren Mixer. Ein bisschen Zitrone braucht ihr auch, damit es nicht ganz so süß schmeckt. Einfach reinpressen. Die Zuckerlösung kocht. Und dann würdet ihr die jetzt einfach in ein Glas füllen, einen Kühlschrank und Feierabend. Wir schmeißen jetzt einfach mal ein paar gefrorene Himbeeren rein. Lassen das Ganze aber nicht weiter kochen, sondern ziehen das runter. So, jetzt haben wir aber auch genug gemixt. Ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum Ende. Gefrorene Himbeeren kann man ganz easy in dieser Zuckerlösung auftauen. Vielleicht kriegt jeder auch sein Eis einfach in die Hand. So. Dabei war das so eine gute Idee und wir haben uns noch die Mühe gemacht und dann haben wir es ja ausgebohrt. So, es gibt einfach eine kleine Himbeere noch oben drauf. Ein bisschen Minze. Hep. Und schon ist das erste Eis fertig. Ich guck gleich mal, was hier in unserer WG noch so los ist. Und dann verteilen wir einfach mal das Eis. Mhm. Ist das gut? Geil. Versuchen wir mit einer Hand hier den Spiegel noch hochzuhalten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Adieu, macht's gut. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.